Hallo, grüß euch. Heute der Daily Tipp vom 2.2.2021. Der hat wirklich in sich, ja, ein absoluter Hammer und relativ aggressiv, aber wir müssen ja alle vorankommen. Von daher wirklich ein absoluter Geheimtipp. Die allerwenigsten wissen um diesen Tipp. Also von daher haue ich ihn einfach mal raus. Für dich hier, also Kaltakquise-Tipp. Status: Du hast eine Durchwahl bzw. Handynummer eines potenziellen Entscheiders oder Entscheiders und du kannst diesen einfach nicht erreichen. Wer kennt es nicht? Nicht erreichbar, nicht erreichbar, nicht erreichbar. Das heißt, du rufst wo an, der Anrufbeantworter springt an in der Regel, ja, oder auch nicht, aber sagen wir mal, der Anrufbeantworter springt an und ja, kannst diesen einfach nicht erreichen. Wer kennt es nicht in der Telefonakquise, Kaltakquise, in der Neukundengewinnung, dann hast du irgendwann mal irgendwie, also mal eine Pipeline mit 70 Mal nicht erreicht, nicht erreicht, nicht erreicht, nicht erreicht. Und dann, wenn dann dein Chef kommt oder dein Kunde und sagt, ja, wie schaut's aus? Dann sagst du, ja, die Erreichbarkeit, ja, die Erreichbarkeit, wieder mal so schlecht gewesen. Uiuiuiui. Okay, hier aufgepasst, Achtung, die Lösung. Ganz simpel. Du rufst nicht nur einmal bei zum Beispiel einer Handynummer an, sondern du rufst mindestens in kurzen Abständen zwei weitere Male an. Warum? Viele der Entscheider, die nur einmal angerufen werden von irgendeiner Nummer, die sie nicht kennen, rufen nicht zurück. Wenn aber, und die Wahrscheinlichkeit erhöht sich 3 bis 5 Mal, ja, bei Faktor 3 bis 5, also nahezu 90% der Fälle, im Gegensatz zu nur 20% der Fälle, die dann zurückrufen, dass ein Entscheider, der einen Anruf sieht, der nicht nur einmal erfolgte, sondern zweimal, dreimal innerhalb von kürzester Zeit oder auch viermal, übertreiben würde ich es jetzt nicht. Ich habe es auch schon mal bis zu 7 Mal gemacht. Geht davon aus, beziehungsweise muss davon ausgehen, dass es super dringend ist, egal ob er jetzt weiß, von wem die Nummer ist oder nicht. Funktioniert ganz besonders bei Entscheidern gut, die zum Beispiel, funktioniert bei allen gut, aber zum Beispiel bei Sales-Direktoren und so weiter extrem funktioniert, also muss man, ist die Erfolgsquote nahezu 100%, weil die können ja immer theoretisch von irgendeinem Kunden kontaktiert werden, dessen Handynummer oder Nummer sie nicht eingespeichert haben in ihrem Handy, müssen davon ausgehen, dass es super wichtig ist, müssen davon ausgehen, dass es eventuell ein Kunde sein könnte, der irgendwas von ihnen will. Also müssen sie zurückrufen. Und ich habe es jetzt gerade auch wieder erlebt, es funktioniert einwandfrei. Die Person ruft dich zurück. Manchmal genervt etwas, manchmal ein bisschen unter Stress, weil sie eben eigentlich gar nicht zurückrufen wollten, aber es doch tun mussten, weil sie davon ausgehen mussten, dass es dringend ist. Und dann kommst du eben und führst ein ganz normales Cold-Calling-Gespräch, ein Kaltakquise-Gespräch. Und dann, klar, im ersten Moment spürst du ein bisschen die Enttäuschung, als doch nicht so dringend, ist nur jemand, der mir was vorstellen will, sozusagen. Aber auch jetzt eben gerade wieder Tipp aus der Praxis, also keine Theorie hier, direkt aus der Praxis, 1:1, on the fly, live. Ja. Wenn es die DSGVO erlauben würde, würde ich die Gespräche aufnehmen und dir zeigen und beweisen, dass es geht. Dann ist es so, dass der sozusagen. Ja, dann bist du im Gespräch und dann machst du ein ganz normales Qualifikationsgespräch, findest heraus, ob deine Lösung aktuell ist, eine Chance hat, dass du deine Lösung vorstellen darfst in der IT-Branche zum Beispiel oder ähnliches. Wir arbeiten ja hauptsächlich in der IT-Branche und für Kunden in der IT-Branche funktioniert einfach immer, ja, ausschließlich immer. Also, das war mein absoluter Super-Tipp, Supernova-Tipp heute von der Telefonakquise vom 2.2.2021. Ja, dann wünsche ich dir einfach noch Daumen hoch, Happy Hunting, ja, fette Beute, würde Dirk Kräuter sagen. Und also ich finde Dirk Kräuter super, ne? Auch wenn ich mindestens genauso gut bin. Ja, okay, Spaß am Rande. Happy Hunting, dein Thomas Klein, bis zum nächsten Tipp. Und schau mal hier unten, wenn du das Video auf dem YouTube siehst, hier unten ein Link zu meiner Akademie, da hast du noch mehr Tipps. Meld dich einfach. Für einen kleinen Overlos kannst du dir beitreten und dann sehen wir uns auf der anderen Seite. Bis dahin, ciao, ciao.